Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft erklärt. Wir sind jetzt schon in Folge 20 und in der letzten Folge, ich muss mal kurz überlegen, was haben wir denn? Wir haben auf jeden Fall, ich glaube, wir haben dekoriert in der letzten Folge, genau, wir haben hier den Pavillon gebaut auf jeden Fall. Und ja, in dieser Folge wollen wir, was ich glaube ich auch in der letzten Folge angekündigt hatte, wollen wir Endermänner jagen, damit wir mal ein paar Enderperlen bekommen, damit wir uns langsam mal dem Ende auch ein bisschen nähern. Und dafür haben wir dieses geile Schwert verzaubert mit Sharpness 5, mit Looting 3, mit Unbreaking 3, mit allem. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch darauf warten, dass es Nacht wird, damit wir jagen können. So, und in der Zeit würde ich sagen, bauen wir noch mal ein bisschen was. Ich habe tatsächlich schon was gemacht. Das zeige ich euch gleich. Aber ansonsten wird das hier so ein bisschen so eine Laberfolge. Ich erzähle ein bisschen was, denn ich habe jetzt endlich Ferien oder vorlesungsfreie Zeit, wie man das anscheinend nennt. Und heute war halt der letzte Unitag und es war einfach wieder ganz furchtbar. Aber dazu später mehr. So, ich nehme hier einfach mal ein bisschen was von allem mit. Das kann, glaube ich, nicht schaden. Achso, und Dings brauche ich noch. Das hier brauchen wir noch. Denn wir wollen ja noch den Eingang zum Höllenportal bauen. Und da werden wir dann noch ein paar Höllensteine drumherum bauen, denke ich. Das wird ganz cool mit Lava und Feuer und so weiter und so weiter. So, was habe ich denn noch gemacht? Ich habe tatsächlich wieder ein bisschen was gemacht. Und zwar haben wir hier erstmal so einen kleinen Weg nach unten. Der ist allerdings noch nicht so spannend und vielleicht wird er noch verbessert oder sowas, keine Ahnung. Und ich habe da jetzt überall Steine hingemacht, auch unter dem Pavillon. Und auch hier vorne. Und hier dieses Mauerstück hatte ich, glaube ich, auch noch nicht. Das da oben. Das haben wir jetzt alles. Und hier soll jetzt quasi so eine Höhle hingehen, wo denn das Höllenportal ist. Und deswegen würde ich sagen, ich brauche nochmal ein Feuerzeug. Aber ich glaube, ich habe ja in der Hölle noch eins. Und dann bauen wir nämlich das Portal einmal ab und bauen das dann nach hier hinten. Damit man erstmal so einen Gang entlang gehen muss. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Und wie gesagt, dann warten wir halt, bis es Nacht ist und dann jagen wir mal ein bisschen. Ja, wieso war denn heute schrecklich? Tatsächlich war es eigentlich gar nicht so schlimm, keine Sorge. Aber ich muss ja mal richtig früh aufstehen für die Uni. Dann stehe ich immer um 4:30 Uhr auf. Damit ich mit dem Auto zum Bahnhof fahren kann, was irgendwie 20 Minuten dauert oder so. Und dann von dort aus fahre ich dann mit einem Zug. Und dann fahre ich zu einem Bahnhof und dann nehme ich einen anderen Zug und der führt dann zu der Stadt, in der ich meine Uni habe. Und da muss ich dann wieder Bahn fahren. Und dann bin ich ja der Uni, also ist ein relativ langer Weg. Und ich stehe halt ziemlich früh auf und das Problem bei mir ist irgendwie, dass ich tatsächlich einfach absolut der Abendtyp bin oder Nachttyp. Das haben wir tatsächlich sogar in Anatomie, ich habe ja auch eine Anatomievorlesung. Und da hat unsere Dozentin das auch erzählt, dass es tatsächlich so ist. Und die versuchen wohl gerade irgendwie an der Uni rauszufinden, wieso das so ist oder was das so, womit das zusammenhängen könnte und was das so bedeutet für die Leute und so weiter und so weiter. Und es ist halt so, dass ich halt morgens absolut müde bin, also wirklich ganz schlimm. Also morgens, wenn ich aufstehe, ich stehe halt auf und ich fahre halt auch los. Und ich verschlafe jetzt nicht so irgendwie, aber es ist halt schon hart irgendwie. Und ich, also in den ersten paar Vorlesungen bin ich auch immer total müde und nick so ein bisschen ein und auch in der Zugfahrt dann schlafe ich hin und wieder tatsächlich mal ein. Und ja, das ist halt nicht so geil. Und deswegen ist Frühaufstehen immer ein bisschen heftig. Und heute zum Beispiel, ich stelle mir immer zwei Wecker. Einen um 4 und einen dann um 4.30 Uhr. Und dann war es halt heute so, dass ich halt den ersten halt direkt ausgemacht habe. Das mache ich nämlich immer, damit ich halt einfach einmal wach bin und dann halt so nochmal kurz schlafen kann, aber halt nicht so einen tiefen Schlaf habe und dann halt direkt wieder aufwachen kann, wenn es halt soweit ist. Und ja, hat heute nicht so gut geklappt. Ich habe den zweiten auch einfach ausgemacht und dann hat meine Mutter mich gefragt, ob ich nicht los möchte. Und dann war es halt schon 5. Was halt, also theoretisch fahre ich immer um 5 los. Und da war es halt schon 5 und dann habe ich halt in 10 Minuten alles schnell Zähne geputzt und geduscht und alles gepackt und so weiter. Und dann habe ich es doch noch relativ pünktlich geschafft. Weil die Alternative wäre halt, wenn ich halt 5 Minuten zu spät am Bahnhof bin, dann muss ich halt eine Stunde warten auf den nächsten Zug. Das ist halt ein bisschen ätzend. Dementsprechend bin ich ganz froh, dass ich das geschafft habe. Und ja, okay, dann waren wir halt in der Uni. Oder ich war halt in der Uni und halt auch noch andere Leute. Ja, aber ich war auf jeden Fall in der Uni und ja. Es war halt wieder, also ich hatte heute ein Pflichtmodul, da mussten wir hin. Dementsprechend habe ich mir jetzt auch nicht gesagt, ja okay, letzter Tag, ich bleibe doch mal zu Hause oder sowas. Was vielleicht der eine oder andere gemacht hätte. Aber weil wir eben den Pflichtteil da hatten, musste ich halt so oder so hin. Und einmal darf man fehlen mit der Test, aber ich wollte halt eigentlich auch nicht fehlen, weil, ne, man kennt das ja. Ja, und jetzt habe ich endlich Ferien, bin frei, bin zu Hause und kann jetzt endlich mal ein bisschen nachholen, was ich in der Uni alles liegen gelassen habe. Ich war nämlich richtig unglücklich am Anfang tatsächlich, und zwar war ich in der zweiten, also in der ersten richtigen Vorlesungswoche, wo es alles gab, Vorlesung und Übung, da war ich halt krank, die ganze Woche lang. Und das war halt richtig schlechtes Timing, weil ich jetzt überall quasi die Grundlagen einfach schon nicht hatte und die Vorlesungen und so weiter, die bauen halt aufeinander auf. Und das bedeutet, dass ich halt irgendwie seit Anfang an so ein bisschen behind war. Und ich habe das halt auch nicht aufgeholt, weil ich gedacht habe, das wird schon nicht so schlimm, aber habe ich mich anscheinend gut vertan. Und dementsprechend muss ich das Ganze noch ein bisschen aufholen. Und ich bin noch nicht so der Typ, der dann so nach der Uni, wie gesagt, langer Tag und so, ich muss ja für lang fahren.
Und danach bin ich da meistens eher so, dass ich halt auch mal was anderes machen möchte. Zum Beispiel Videos. Und dann bin ich halt nicht so, dass ich das nochmal aufarbeite, so die Folien, die wir hatten und so weiter. Und das werde ich jetzt alles mal in den Ferien machen. Denn eigentlich macht mir tatsächlich jedes Fach ziemlich viel Spaß. Also ich habe, ich überlege gerade, was habe ich denn als für Fächer? Also wir haben auf jeden Fall Statistik. Das ist ziemlich cool tatsächlich, mag ich ziemlich gerne. Eigentlich finde ich Mathe nicht so toll, aber eben Statistik ist halt wundervoll. Also das finde ich wirklich gut. Und dann haben wir Anatomie, wie gesagt, ist auch richtig cool. Wir haben Botanik, was auch eigentlich ziemlich cool ist. Ich habe am Anfang gedacht, das wird irgendwie lame und halt Pflanzen, wow, wie spannend, aber es ist tatsächlich cool und liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Professoren halt alle ziemlich nice sind und die sind auch alle total begeistert von ihrem Fach. Und das ist natürlich schon die halbe Miete, wenn der das da vorne relativ überzeugt halt erzählt, ein paar Witze einbaut und so weiter und man ihm das auch abnimmt, dass er das gut findet. Dann haben wir noch Chemie. Chemie ist ein bisschen blöd wegen den Professoren tatsächlich, aber an sich finde ich Chemie auch ganz cool. Und dann haben wir noch, ich überlege, was haben wir denn noch? Wir haben Chemie, Volkswirtschaftslehre haben wir, da ist auch ein richtig toller Professor, der ist richtig nice und es macht auch sehr viel Spaß und ist halt auch relativ einfach. Also es macht schon alles Spaß. Ist jetzt nicht so, dass ich das alles aufschiebe, weil ich da keinen Bock drauf habe, sondern einfach, weil ich, also irgendwann, man will auch nicht den ganzen Tag, ich glaube auch nicht, dass die Professoren, so der Chemieprofessor zum Beispiel, ich glaube nicht, dass er den ganzen Tag irgendwie über Chemie nachdenkt oder so, irgendwann ist halt mal gut. Das ist halt bei mir dann auch so, wenn ich dann nach Hause komme, habe ich einfach keinen Bock mehr, also. Irgendwann reicht dann auch, weil ich halt so früh aufstehe sowieso und das ist halt immer auch so ein bisschen doof, weil so der Fakt, dass ich halt dann immer so wenig schlafe, weil ich halt abends super wach bin und dann halt morgens aber halt dementsprechend viel zu wenig geschlafen habe, das bedeutet halt, dass ich übel müde bin in der Vorlesung und ja, dass es halt auch insgesamt so ein langer Tag wird dann, weil ich bin um 4 Uhr schon wach oder um 4:30 Uhr bin ich schon wach und dann bin ich meistens so irgendwie um 4, 5 oder 6 zu Hause, manchmal auch erst um 8 oder um 8:30 Uhr vielmehr. Und dann, ja, dass man dann keinen Bock mehr hat darauf, das ist ja klar, weil man dann irgendwie schon, also wenn ich jetzt um 7:30 Uhr zum Beispiel zu Hause bin, dann habe ich ja keine Ahnung, wie viele Stunden einfach meines Tages, irgendwie na, fast 16 Stunden oder über 16 Stunden meines Tages habe ich dann ja fast schon mit Uni verbracht. So mehr oder weniger indirekt halt, ne, weil so wirklich mit Uni verbracht habe ich das ja nicht. Ich gucke ja nicht irgendwie in der Bahn die ganze Zeit auf meine Uni-Sachen. Aber irgendwann, wie gesagt, es reicht halt einfach nicht mehr so viel Lust dann. Und aber wie gesagt, eigentlich macht es Spaß, deswegen bin ich auch ziemlich sicher, dass ich mir das alles nochmal anschaue jetzt in den freien Tagen. Und ja, das wird schon alles, denke ich. So. Ansonsten, wie gesagt, freue ich mich echt auf die freie Zeit jetzt mal. Einfach mal ein bisschen chillen und halt einfach mal von zu Hause lernen. Das Ding ist nämlich auch, theoretisch muss ich sogar, abgesehen von diesem einen einzigen Modul quasi, was Pflicht ist, muss ich gar nicht zur Uni. Also die Vorlesungen sind alle freiwillig. Und auch die Übungen sind theoretisch nicht freiwillig, aber bei uns sind die halt alle freiwillig. Das ist den Leuten egal, ob man da hingeht, weil es geht ja um uns im Endeffekt. Wenn wir da nicht hingehen wollen, dann können die oder wollen sie uns nicht zwingen, weil es halt einfach unnötig ist und wir halt alt genug sind, einfach um das selber einzuschätzen halt. Das finde ich eigentlich ganz cool. Aber wie gesagt, ich gehe halt noch hin, obwohl es ein weiter Weg ist, weil ich einfach, ich denke, gerade am Anfang ist es halt wichtig, dass man da jeden Tag hingeht. Weil sonst, ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der ist halt schon jetzt ziemlich viel am Nicht-Hingehen quasi. Also der geht jetzt schon relativ oft nicht hin. Und wenn man halt die Grundlagen schon nicht rafft, und dann halt gerade auch bei solchen Fächern zum Beispiel, also der studiert jetzt nicht dasselbe wie ich, sondern der studiert Betriebswirtschaftslehre. Und ich meine, wenn man da halt die ganzen Grundlagen nicht hat, dann ist das doch super blöd. Also ich meine, das baut ja alles irgendwie aufeinander auf und irgendwann wird es ja auch vorausgesetzt, so. Ja, zum Beispiel mittlerweile in Chemie wird halt vorausgesetzt, dass wir halt so, uns zumindest auskennen im Periodensystem und so weiter. Und wenn man da halt schon krank war, das ist halt super blöd, ne? Weil dann kommt man da ja nie wirklich wieder rein, weil man immer das nachholen muss irgendwie. Und deswegen, wie gesagt, die Anfangszeit, falls ihr zur Uni geht oder sowas, würde ich auf jeden Fall eigentlich hingehen. Es gibt natürlich jetzt auch schon Vorlesungen, die voll scheiße sind. Also zum Beispiel, haben wir so eine gewisse Vorlesung, die einfach, total unnötig ist, also das ist Informationsverarbeitung. Klingt ja erstmal, oh, Knockback ist natürlich blöd gegen Skelette, na, dass sie jetzt immer so weit weg liegen. So, ne, also es klingt ja erstmal ganz cool und das ist halt so relativ viel PC-Zeug und so und theoretisch finde ich das auch cool und das ist ja auch wichtig. Also, wir haben jetzt, also keine Ahnung, so ein Thema zum Beispiel in letzter Zeit war jetzt sowas von wegen Sicherheit im Internet und wie man sich schützen sollte und Passwörter müssen so und so, damit sie möglichst sicher sind. Und bla 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 und wie viele Leute Internet benutzen und wo und wie und was und welche Browser gut sind und so. Das ist ja schon wichtig.
Und es ist ja auch. Oh, ein Baby-Villager-Zombie. Und das ist ja auch wichtig, wie gesagt, und es ist ja auch eigentlich spannend. Also, ich find's ja gut, ich chill ja die ganze Zeit am PC so gefühlt, ne? Also, eigentlich müsste das ja mein Thema sein. Aber der Dozent, den wir da haben, der versaut das halt. Also, es liegt halt wirklich, wirklich ganz ernsthaft. Das war auch in der Schule schon so, aber irgendwie, ne? Es liegt wirklich an den Lehrern oder an den Dozenten oder an den Leuten, die euch halt was beibringen. Wenn die selber davon überzeugt sind und das verstanden haben, wirklich verstanden haben, dann können die das auf jeden beibringen. Ich laufe jetzt übrigens rum und suche Endermänner und das ist ja nicht so spannend, deswegen rede ich jetzt einfach mal ein bisschen. Ja, also Einstein hat zum Beispiel mal gesagt, dass man eigentlich alles einem Fünfjährigen erklären kann, vorausgesetzt man hat es halt selber gut genug verstanden. Und jetzt sagt man ja so, ja, Quantenphysik, voll kompliziert und so, aber halt, wenn selbst Einstein das sagt, wenn man es gut genug versteht, dann kann man es jedem erklären. Denn das ist ja auch was dran, also je besser man etwas verstanden hat, desto besser kann man es auch einfach verpacken. Und das schafft halt bei uns zumindest nur die Hälfte der Dozenten tatsächlich und vor allem der Informationsverarbeitung, der ist halt zum einen so, dass er es nicht wirklich erklären kann und zum anderen ist halt auch nicht einfach der Typ, der gut präsentiert. Also ich weiß nicht, ob ihr sowas auch schon mal gehabt habt, irgendwie in der Schule oder sowas, aber wir hatten halt voll viele Präsentationen, mussten wir halten, also PowerPoints und so weiter und haben da voll viel drüber geredet, was man machen soll, freisprechen und betonen und Rhetorik und man soll nicht so viel auf eine Folie schreiben und nicht nur Text und so weiter, sondern Bilder und Übergänge und alles schön und so. Und diese ganzen Standardregeln, die wir irgendwie in der 6. oder 7. Klasse gelernt haben, die sind dem Typen egal, obwohl der ja theoretisch, das müsste ja sein Fach sein, so. Keine Ahnung, am PC hängen und da Präsentation machen. Das ist doch genau Informationsverarbeitung. Und dann hat er da Folien, wo er die komplette Geschichte von Computern auf einer Folie hat. Von den ersten Computern irgendwie, von der ersten Rechenmaschine in, keine Ahnung, in Kleinasien oder sowas, bis das Internet kam und bis die Prozessoren irgendwie immer besser wurden. Das hat er da alles raufgehauen, auf einer einzigen Folie. Man konnte einfach nichts erkennen, weil es so kleine Schrift war. Und so viel Text auch, also es waren nicht nur Stichworte, sondern halt wirklich Text. Und dann steht er da vorne und sagt so, also er stottert nicht, aber er sagt auch sehr oft, und das ist halt, ich brauche übrigens neues Essen, wir laufen nochmal nach Hause. Ich habe auch noch keinen einzigen Enderman hier gefunden, das ist der Wahnsinn. Also er sagt das so oft. Und ich denke mir einfach nur so insgeheim, dass der Typ halt einfach Professor ist, also es ist halt sein Job. Dinge zu präsentieren und die halt den Studenten zu vermitteln, das Wissen. Das ist sein Job, so zum Teil zumindest. Also Forschen gehört natürlich auch dazu, aber das ist eben, wie gesagt, auch ein nicht geringer Teil von seiner Arbeit, theoretisch. Und hier sind direkt, weil ich finde die ganze Zeit keinen und jetzt sind hier auf einmal zwei, ist auch geil, ne? Und dann schafft er einfach es nicht, das so beizubringen. Also es ist ja einfach, ich verstehe das nicht. Also das müsste doch, es ist eigentlich sein Job. Also wieso macht er seinen Job denn nicht richtig? Und gerade er ist ja die Person, die gerade besonders gut so Präsentationen und so machen müsste, weil er halt absolut der Computerfachmann ist und ich glaube ihm das ja, dass er ziemlich viel da weiß und so weiter und er kommt auch relativ kompetent rüber, aber gleichzeitig eben auch absolut nicht. Das ist halt der Wahnsinn und ich finde das nicht gut, weil wie gesagt, das ist halt so, im Zweifel hat man ja, wenn man einen Beruf hat oder einen Job, dann gibt es da ja so, wenn man so runterbricht, gibt es so eine Sache, die man da machen muss oder zwei oder drei halt. So grob gesagt, ne? Also wenn man Klempner ist, muss man halt Gasleitung, Wasserleitung, ne, das muss man einfach irgendwie koordinieren können, man muss es bauen können, man muss es flicken können, falls was kaputt ist, man muss es halt verstehen. Oder wenn man Dachdecker ist, ne, dann muss man halt das Dach decken können. Oder Lehrer, da muss man halt einfach Sachen beibringen. Und als Dozent ja auch, da muss man einfach den Schülern oder den Schülern in dem Fall die Sachen auch beibringen können. Und präsentieren können eben, weil das ist ja im Endeffekt, sind Vorlesungen ja nichts anderes als eine Präsentation, eine große Präsentation, die man jede Woche dann weiter vertieft quasi. Und der Typ steht da echt da vorne, da die ganze Zeit rum, wo ich mir so denke, so Digga, du bist locker, keine Ahnung wie lange schon Professor, also der ist jetzt auch nicht so steinalt, ne, aber so 40, 50 würde ich den schon schätzen, er hat bestimmt schon ein oder zwei Jahre mal gelehrt und dass er dann halt immer noch seine Präsentation nicht drauf hat, ist halt der Wahnsinn. Also, ich meine, dieses das zeugt ja davon, dass er nicht so richtig weiß, was er sagen möchte, irgendwie, oder nicht weiter weiß, aber er müsste doch, er hat das doch schon, es ist ja nicht das erste Mal, dass er das vorstellt, und selbst dann, also, ich hätte in der 7. Klasse für die Präsentation, die er da macht, hätte ich eine schlechte Note bekommen, weil die gesagt hätten, ja, du darfst nicht so viel ablesen, du darfst nicht so viel Text auf eine Folie machen, du musst auch,
mit dem Publikum irgendwie ein bisschen mehr interagieren. Du darfst nicht die ganze Zeit und so und also und sagen. Und dem ist das halt voll boogie. Also es ist halt. Und wie gesagt, das ist halt traurig, weil er halt so ein schönes Thema eigentlich versaut. Irgendwie. Also ganz so schrecklich ist es jetzt nicht. Also wenn man wirklich möchte, kann man doch gut zuhören, aber. Nee, eigentlich nicht. Ich versuche es nur schön zu reden, ganz ehrlich. Also, das Thema interessiert. Ich kann verstehen, wenn es Leute nicht interessiert, so PCs und Prozessoren, scheiß mal drauf, ne? Aber mich interessiert es theoretisch. Wirklich. Aber er versaut es halt. Also, es ist so lang, man kann dem nicht zuhören, das ist unmöglich. Man schläft da wirklich ein. Und das liegt nicht daran, dass ich nur 4 Stunden schlafe am Tag, sondern das ist wirklich langweilig präsentiert. Wirklich, wirklich langweilig. Das ist einfach öde. Verstehe ich nicht, wieso man sowas macht. Und ich verstehe auch nicht, wie man, also. Wäre ich in der Position, dann hätte ich halt so den Drang danach, das gut zu machen. Also auch in den Videos, wenn ich Tutorials mache, dann möchte ich ja möglichst verständlich erklären, was ich da mache. Weil darum geht's ja. Das ist ja ein Tutorial, da muss ich halt Sachen erklären können. Es geht nicht um irgendwie, dass es schön aussieht oder es geht einfach nur darum, es zu erklären. Und wieso ist das nicht sein Anspruch? Oder denkt er das? Oder kommt es für ihn, nimmt er das so wahr, als wäre es gut? Oder traut sich einfach nie jemand was zu sagen, weil es ist auch die einzige Vorlesung wirklich, wo halt kaum Leute da sind. Also wir sind, ich glaube, wir haben 2 Studienfächer, die so relativ viel zusammen haben. Und das sind halt über 400 Leute, die diese Vorlesung haben. Und es sind vielleicht sind 100 da. Vielleicht 80. 80 bis 100 Leute, würde ich schätzen, sind da. Das muss doch auffallen. Und vor allem danach haben wir halt Statistik. Und da kommen dann auch die ganzen Leute wieder an. Also in den letzten 5 Minuten, wo er dann halt noch ein bisschen MRM sagt, tauchen halt die ganzen Leute auf. Das muss ihm doch auffallen, dass niemand seine Vorlesung besucht. Und dann, oder denkt er, das liegt am Fach, dass, ja, die wollen das alle nicht wissen, das ist denen zu langweilig, die sind einfach nicht in der Richtung mit Computern, das finden die öde oder so. Das kann er doch nicht ernst. Also er muss doch irgendwie realisieren, dass es wirklich auch an ihm liegt. Oder ich meine. Im Zweifel sollte man halt immer, wenn irgendwas nicht richtig läuft, schauen, was man selber daran ändern kann. Weil es bringt ja nichts, die Schuld auf jemand anderen zu schieben, dann wird es ja nicht besser. Und selbst wenn man selber nicht unbedingt schuld ist oder nicht zum größten Teil schuld ist, dann kann man ja selber nur sein eigenes Handeln ändern. Und wir haben einfach nur 2 Endermänner gefunden, diese ganze Zeit. Das ist. Guck mal, das zum Beispiel. Ich könnte jetzt sagen, oh, die Endermänner spawnen ja so wenig, das liegt an den Endermännern, oder? Minecraft hat die Spawnrate so niedrig, was Minecraft schuld, Notch hat das schlecht programmiert, oder Microsoft jetzt mittlerweile, ja. Oder ich sag einfach, okay, Microsoft und Mojang und Endermänner kann ich nicht ändern, das bedeutet, ich muss einfach mich ändern, weil sonst wird die Situation ja nicht besser. Und selbst wenn es an Mojang liegt, ich brauche ja trotzdem die Enderperlen, also es bringt mir ja nichts, dann hier rumzuhören, dass Mojang irgendwie bla 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 das mal häufiger machen soll, sondern im Zweifel muss ich halt irgendwie trotzdem was ändern. Und genauso ist es in der Vorlesung auch, also. Selbst wenn niemand daran interessiert ist, dann hat er ja immer noch es in der Hand, das so interessant zu machen, dass halt die Leute da auch wirklich hingehen. Weil, wie gesagt, das Thema, das bietet halt viel. So, ich meine, jeder benutzt ein Handy, jeder benutzt einen Computer, jeder benutzt das Internet. Da kann man doch locker was draus machen. So, also ich verstehe es nicht. Einfach. Das ist furchtbar. So, und wir haben jetzt einfach die ganze Folge 2 Endermänner gefunden und ich laber hier nur. Es ist sehr spannend. Es wird schon wieder Tag, was ein bisschen blöd ist. Dann bauen wir aber noch ein bisschen die Höhle weiter, würde ich sagen. So, dann auf geht's. Ich habe mir jetzt hier so ein bisschen Zeug geholt, mit dem wir das noch bauen können. Und es tut mir übrigens leid, falls die Folge jetzt heute nicht so spannend ist, weil zum einen, wie es gab ja auch keine Endermänner, die ich töten konnte, groß. Und zum anderen, wie gesagt, das ist jetzt halt, weiß nicht so der optimale Zeitpunkt, würde ich mal sagen, zum Aufnehmen. Weil ich bin so müde und ich will eigentlich will ich schlafen und morgen aufwachen und wissen, dass Ferien sind, bald Weihnachten ist und neues Jahr und schönes Essen und Familie und so weiter, das ist alles toll. Aber ich mache das jetzt trotzdem noch. Wir müssen hier, also ich stelle alles hinter dieses Projekt hier. Also ne, zuerst muss das hier die Folge fertig sein, bevor ich hier irgendwie schlafen gehen darf. Nein, natürlich nicht. Aber ich würde es schon gerne noch machen. Deswegen mache ich das ja auch. Ich würde es ja nicht tun, wenn ich es nicht machen möchte. So, und ich mache mal diesen roten Stein hier auch noch weg. Ich finde das immer blöd, wenn in Höhlen so roter Stein ist und auch der weiße, weil ich finde, die passen null in Höhlen. Also wirklich gar nicht. Und die tausche ich dann halt meistens aus mit Cobblestone und Andesit und Cleanstone. Weil das hier finde ich, das hier sieht doch viel mehr nach Höhle aus als das hier, oder? Oder kommt mir das nur so vor? Naja, naja. Also ich habe auf jeden Fall auch überlegt, tatsächlich mal ein bisschen mehr über die Uni zu reden. So in Richtung Stories oder sowas mal erzählen vielleicht. Wie ich mir so das erste Jahr vorgestellt habe. Oder was heißt das erste Jahr? Ne, es ist ja. Ich habe jetzt ein Viertel
vom Halbjahr. Nee, ein Viertel vom ersten Jahr habe ich jetzt geschafft. Also die Hälfte vom Halbjahr quasi, die erste Semesterhälfte habe ich jetzt fast geschafft. Ich stelle mir das halt ganz cool vor, weil zum einen gibt es natürlich Leute von euch, die halt vielleicht irgendwann studieren möchten. Und für die ist das bestimmt auch cool zu wissen, so wie das eigentlich abläuft. Dann gibt es bestimmt Leute, die studieren oder studiert haben. Für die ist es bestimmt auch cool, mal zu wissen, wie das halt bei anderen ablief. Und ich denke auch, dass es halt für Leute, die halt, also die nicht studieren wollen und auch nicht studiert haben und auch das nicht vorhaben oder so, mal zu wissen, wie das ist, zu studieren, weil ich habe es mir tatsächlich sehr anders vorgestellt, bin ich ganz ehrlich. Also es gibt viele Sachen, wo ich ultimativ positiv überrascht bin, wirklich. Und es gibt viele Sachen, wo ich ultimativ negativ überrascht bin. Und es gibt auch viel, also ich bin echt, manchmal bin ich zu gutgläubig, glaube ich. Weil ich bin halt wirklich rangegangen und ich habe gedacht, okay, auf der Uni, da sind wirklich smarte Leute. Also wirklich smarte Leute, ne? Also Professoren und Doktoren und was weiß ich alles. Und die forschen da an Krebsheilung und was auch immer, so an richtig dem Endlevel-Zeug und so weiter und so weiter. Ach, Jungs, wie ich mich da nur geirrt habe mit. Ist halt sehr witzig, weil man sagt ja immer so, oder das Wort Fachidiot, ja, das kennt man ja, das halt. Oder man kann es eigentlich schon fast Asperger-Autist sagen, oder, nee, Asperger nicht unbedingt, aber halt normale Autisten, die haben ja meistens so eine Inselbegabung, oder oft, dass sie halt in einer Sache sehr gut sind und aber dafür in vielen anderen einfachen Sachen theoretisch halt schlecht sind. Also so soziale Kontakte und so sind da ja auch immer so ein bisschen kritisch. Und ich habe das Gefühl, dass es auch bei vielen Professoren so, also jetzt nicht in Bezug auf soziale Kontakte, sondern dass sie halt wirklich einfach nur ihr Fach beherrschen. Und das verstehe ich auch, aber ich finde es einfach sehr peinlich, dass zum Beispiel unser Chemiedozent, der macht so viele Rechtschreibfehler, für die ich in der 8. Klasse schon noch geflamed wurde von meiner Lehrerin. Das kannst du doch nicht ernst meinen. So mäßig, weil das war sowas, das mit einem S und mit zwei S. Das macht er falsch. Und das regelmäßig. Wirklich regelmäßig. Und also ich bin jetzt nicht so ich bin ja auch nicht so gut in Rechtschreibung, ganz ehrlich. Also ich schreibe mal wie viele zusammen oder auseinander. Das habe ich mich heute gefragt, als ich eine Zusammenfassung geschrieben habe. Aber das mit einem S und mit zwei S in, keine Ahnung, das ist doch so eine von den ersten Sachen oder von den Hauptsachen so. Und der vergisst Kommata überall. Das ist halt so witzig. Also man denkt sich wirklich, okay, krass, der Typ ist Professor, der ist schon seit Jahrzehnten in der Forschung und der Typ kann halt nicht mal schreiben. Nicht richtig. Man versteht, was er möchte, das ist ja auch die Hauptsache, aber es ist irgendwie komisch. Ich dachte, die sind alle voll gut in allem, aber das sind sie absolut nicht. Und auch diese Rechtschreibfehler, die ziehen sich echt durch viele Präsentationen durch. Und wie gesagt, ich bin selber nicht so gut in Rechtschreibung, aber ich finde sie halt. Ich finde solche Fehler. Also, wenn ich die schon finde, die Fehler, und wie gesagt, keine Ahnung, ich hatte nicht so gute Noten in Deutsch, also so 2-3 halt, aber auch nur so ohne Rechtschreibung. Also in Rechtschreibung hatte ich nie, da hatte ich meistens einen Punkt oder sowas, also eine 6. Wirklich. Weil ich dann auf 100 Wörter drei Fehler mache oder vier, dann hat man schon eine 6. So, und ich finde die trotzdem nicht, also er schreibt, also zum Beispiel beim Schreiben. Ja, bei dem Schreiben. In dem Fall wird Schreiben ja groß geschrieben. Der schreibt das klein. Also das sind doch so wirklich so Anfängerfehler. Oder nicht? Und sowas dann regelmäßig falsch zu machen, ist schon krass. Wie gesagt, mit sowas zum Beispiel, da habe ich auch nie drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein. Aber das scheint da ein Thema zu sein. Und auch bei anderen Professoren, nicht nur beim Chemieprofessor, da ist es jetzt nur extrem, auch auf den Folien und so weiter. Wenn der im Programm schreibt, in PowerPoint, dann macht er da auch Fehler rein. Wird das nicht markiert oder sowas? Ich arbeite nicht mit, vielleicht weiß das nicht, aber ich hätte jetzt gedacht, das wird da markiert, wenn man da so viele Fehler macht. Aber gut. Also wie gesagt, ich finde es auch nicht schlimm, aber es ist halt einfach so etwas, was ich nicht gedacht hätte. Ich dachte so, ja, die sind da alle ziemlich, ziemlich krass in allem und die sind voll schlau und die wissen über alles Bescheid irgendwie, auch was nicht zu ihrem Feld gehört, aber es ist Bullshit gewesen. Da habe ich mich vertan. Das ist einfach wirklich nicht so. Ja, es gibt viele Sachen, auch so. Ich dachte halt, das Studentenleben ist richtig gechillt und ich kenne auch voll viele, die so richtig entspannt sind und so weiter, aber das sind dann halt, das habe ich jetzt auch festgestellt oder so rausbekommen, mehr oder weniger. Das sind halt die Leute, die das Studium wirklich so nutzen, dass man halt jedes Wochenende feiert und morgens vor der Uni noch säuft und so weiter. Das sind dann halt aber auch wirklich, und ganz im Ernst, die Leute,
die das Studium auch nur bestehen. Also es gibt ja einen Unterschied, ob man besteht. Das ist dann halt mit einem Vierer, also man muss ja eine 4,0 haben, dann besteht man ja. Und es gibt halt die Leute, die es wirklich gut machen. Und wie gesagt, solche Leute bestehen dann halt vielleicht gerade so und versuchen halt in den Klausuren immer nur das Mindeste zu tun, damit sie halt durchkommen. Kommt mir zumindest rüber, ne? Es gibt natürlich immer Ausnahmen und so weiter. Und ich kenne ja auch nicht jeden Studenten, aber so kommt mir das auf jeden Fall so rüber. Und das ist halt auch wirklich so. Also mit vielen Leuten, mit denen ich schon geredet habe, die sind halt so, ja, ich möchte ja eigentlich nur ein bisschen Spaß haben und irgendwie Hauptsache bestehen halt. Und weiß nicht, ich habe halt irgendwie einen anderen Anspruch an mich, dass ich halt tatsächlich auch gut bin. Also ich möchte später einfach, ja, ich möchte einfach so sagen können, ich möchte darauf stolz sein können, dass ich sage, okay, ich habe hier, keine Ahnung, mein Bachelor-Notendurchschnitt ist irgendwie nicht 4,0 oder sowas, sondern ne, die 1,0, die soll herkommen. Und ich finde das einfach, ich finde es traurig tatsächlich. Irgendwie. Ich kann es aber auch verstehen, also ich meine, im Zweifel ist es, glaube ich, auch nicht so wichtig, auch später für Jobs, dass man da halt eine richtig gute Bachelor-Note hat. Aber wie gesagt, ich möchte es halt nicht unbedingt für den Job tatsächlich eine gute Note, sondern für mich. Dass ich halt weiß, okay, ich habe da richtig gut gemacht. Und ja, ist halt mehr so ein Ego-Ding, glaube ich, dass man halt sich selber das beweisen möchte, dass man es halt wirklich kann. Als, ja, ne? Ich finde es aber auch ein bisschen doof. Ich finde komisch, dass man studieren möchte und dann harzt man das, weil so, ja, wie gesagt, ich dachte immer, Studenten sind so richtig schlaue Leute und, na, also, oder was heißt immer, ich dachte das halt als Kind, so, da ist man ja noch so ein bisschen naiver, dass man halt wirklich denkt, oh, Student, der muss ja schlauer sein, so, bla bla bla, es ist gelogen, bis zum geht, das ist alles einfach erstunken und falsch und erlogen. Die meisten Studenten sind halt tatsächlich sehr komisch. Auch so, die Sachen, die bei uns in der Gruppe geschrieben werden, wir haben so eine Gruppe für die ganzen Leute in unserem Studiengang quasi. Und die fragen so dämliche Sachen, aber wirklich. Also, dass man mal vergisst irgendwie, um wie viel Uhr das Treffen ist, um 8 oder 9, das verstehe ich ja, aber die fragen so komische, also so dumme Sachen. Das ist der Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht, aber dazu, wie gesagt, könnte ich mal ein Video machen. Achso, es gibt so viele Sachen, die ich eigentlich ganz anders erwartet hätte. So, was mache ich da rein? Halbstein? Könnte man machen. Wir müssen uns das gleich hier mal angucken. Es wird auch gleich schon wieder Nacht, glaube ich. Dann können wir nochmal ein bisschen jagen. So. Und ich hoffe, dass wir diesmal auch ein bisschen was finden und nicht wieder hier so zwei Endermen. Das war echt nix. Keine gute Ausbeute. Jetzt habe ich noch Dirt. Ne, ich habe keinen Dirt mehr. Also ich finde, eigentlich ist es ganz gut geworden, oder? So, das hier nehmen wir nochmal mit. Und den hier auch. Können wir nämlich hier vorne nochmal zwei placen. Also der Eingang sieht jetzt schon ein bisschen besser aus. Das hier müssen wir aber, glaube ich, auch nochmal ändern. Ich glaube, hier mache ich dann irgendwie einen anderen Weg hin. Aber irgendwas fehlt hier noch. Hier muss auf jeden Fall noch Lava hin und was könnte man denn hier noch hin tun? Lava auf jeden Fall. Da kann man sowohl links einen Lavastrom, rechts einen Lavastrom. Vielleicht noch irgendwie eine Laterne oder so aus Netherrack oder sowas kommt da noch hin. Das werde ich dann später mal irgendwann machen. So, ich wollte einfach nur mal ein bisschen labern. Wie gesagt, ich bin halt voll müde. Ich will das jetzt hier einfach und ich meine, es ist aber auch langweilig. Ich meine, in der Folge jagen wir jetzt Endermänner. So mehr oder weniger. Was soll da groß passieren? Also, sowieso nicht die Schwanzfolge und da dachte ich, laber ich einfach mal so ein bisschen mit den Sachen oder über die Sachen, die mich gerade beschäftigen. Und Studium ist tatsächlich sehr beschäftigend. Nicht nur, weil ich halt so viel Zeit rein investieren muss, sondern auch, weil es mich wirklich eigentlich. Okay, ich muss auf jeden Fall die Dächer noch ausleuchten. Oh, das mache ich aber erst später. So. Nee, ich denke, darüber werde ich nochmal Videos machen, so. Und auch so, was Vorbereitung angeht, ich kann jetzt schon sagen, dass ich das nächste Semester auf jeden Fall anders starten werde, was so Vorbereitung angeht, Notizen und sowas alles. Weil ich einfach gemerkt habe, das läuft einfach nicht so, wie ich das vorhabe. Oder was heißt, es läuft nicht? Also, ich mach's halt so, dass ich halt, ich dachte, da vorne ist ein Enderman, aber ist leider ein Pferd gewesen. Also bis jetzt ist es halt so, ich laufe da mal in die Vorlesung und höre mir das an und ja, und ich verstehe es halt in der Vorlesung super, keine Fragen offen, und wenn ich dann aber eine Woche später wieder in der Vorlesung bin, dann denke ich mir so, okay, scheiße, ich habe alles vergessen. Also nicht alles, aber so das meiste, und das ist natürlich überhaupt nicht gut. Und ich habe jetzt mittlerweile angefangen, dass ich tatsächlich jedes Mal nach den Vorlesungen, hat man nämlich meistens so eine halbe Stunde Zeit, wo man dann halt irgendwie, ja, oder mindestens eine halbe Stunde, ich habe auch 6 Stunden mal, das ist auch ein richtig scheiß Tag, dienstags, da habe ich von 8 bis 10 Vorlesung. Dann habe ich 6 Stunden frei.
Und dann habe ich von 16 bis 18 Uhr nochmal Vorlesung. Denn es lohnt sich halt für mich nicht, nach Hause zu fahren, weil das würde ich gar nicht schaffen. Oder also ich würde es halt gerade so schaffen nach Hause und dann müsste ich halt in einer halben Stunde wieder los. Deswegen fahre ich nicht nach Hause und bin halt dann da. Und diese Zeit möchte ich tatsächlich jetzt ein bisschen mehr nutzen. Tue ich jetzt auch schon, aber halt so wirklich immer nutzen werde ich das dann halt definitiv im nächsten Semester. Weil ich merke halt jetzt schon, wie geil das ist, wenn man halt einfach so nach der Vorlesung nochmal 5 Minuten oder 10 Minuten sitzen bleibt und wirklich nochmal auf den Zettel schreibt, was jetzt so, was eigentlich besprochen wurde. Also die wichtigen Sachen einfach nochmal aufschreiben, nochmal wiederholen, ein einziges Mal. Und das ist ja auch keine Arbeit. Ich meine, in dem Moment weiß ich es ja eh perfekt. Oder was heißt perfekt, aber ich weiß es schon sehr gut. Und ich muss es eigentlich nur nochmal aufschreiben. Das ist ja schon fast langweilig. Und das hilft aber tatsächlich, diese eine Wiederholung hilft schon so viel. Und dann kann ich mir das in der Bahnfahrt noch einmal durchlesen und das dauert 10 Minuten zusammen. Aber es hilft halt so gut, die Sachen zu behalten. Und also die Sachen, die ich da auf diese Weise gelernt habe, die weiß ich auch immer noch. Also wirklich, da muss ich. Hier ist auch ein Hühnchen, das geritten wird von einem Baby-Zombie. Nice. Ja, also die Sachen vergesse ich, glaube ich, auch nicht mehr. Und würde ich das jetzt halt immer machen, dann wäre ich, glaube ich, auch mit super wenig Aufwand schon sehr gut dabei. Was so. Ja, dass das Merken einfach angeht. Und ich muss halt leider sehr viel auswendig lernen einfach. Also gerade Botanik und auch Anatomie, das sind eigentlich nur auswendig Lernfächer. Und Statistik ist natürlich sehr viel anwenden und du musst halt wissen, wie du die Formel benutzt und dann VWL auch. Aber so, wie gesagt, ich muss viel auswendig lernen. Ach, Chemie ist eigentlich so eine Mischung aus beidem. Und dementsprechend werde ich das auf jeden Fall machen. Hier ist ein Hund. Habe ich Knochen? Nee, habe ich nicht. Es sind keine Endermänner unterwegs, ne? Das ist der Wahnsinn. Ich laufe jetzt hier schon mal überall so ein bisschen entlang, weil ich hoffe, dass sich das so ein bisschen erhöht, die Chance, dass ich Endermänner finde. Aber ansonsten würde ich das auch einfach offline, was heißt offline, aber nicht im Video machen. Ist halt langweilig, wenn ich Endermänner jage. Also ich meine, ich laufe jetzt hier 5 Minuten rum und erzähle, wie meine Uni halt so ist. Vielleicht gefällt es euch, ich hoffe. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Ich werde auf jeden Fall noch Videos zu machen irgendwie. Und mir dann noch ein bisschen Gedanken machen. Und nicht einfach so wie der eine Professor ja, was könnte ich denn mal erzählen? Und ich werde mir dann auf jeden Fall so ein paar Notizen machen, was ich euch erzählen möchte. Weil ich habe so viel und ich denke voll oft so an sowas, aber jetzt tatsächlich fällt mir gerade gar nicht so viel ein. Liegt aber wahrscheinlich, ich schieb's mal darauf, dass ich übel müde bin und jetzt eigentlich gleich mal ins Bett möchte. Es ist schon 18:45 Uhr, wo ich das hier gerade aufnehme. Und das Video muss ich noch schneiden und hochladen. Und ich denke, beim Hochladen werde ich schon mich mal Bett fertig machen oder so. Also es ist wirklich so, also wenn man um 4 Uhr morgens aufsteht, dann oder um 4:30 Uhr, dann ist das schon gut, wenn man früher einschläft. Und ich finde auch den Rhythmus gar nicht so schlecht. Also ich stehe eigentlich gerne um 4 Uhr auf. Oder würde gerne, wenn es halt funktionieren würde. Ich hoffe, also kriege ich irgendwann mal hin, dass das besser sich anfühlt, weil jetzt ist es halt wirklich so, dass ich morgens, da vorne sind wieder zwei immer auf einem Fleck. Es ist halt so, dass es sich morgens immer ziemlich scheiße anfühlt, aufzustehen. Ja, das ist noch einer. Einfach weil ich halt so wenig geschlafen habe und die Verdauung ist nicht durch und so weiter. Und ich bin halt einfach müde und krieg Kopfschmerzen und sowas. Und das ist halt eigentlich ja nicht schön. Und ich hoffe, das legt sich halt irgendwann, wenn ich halt lang genug geübt bin darin quasi. Und jetzt habe ich für den nicht mal Enderperlen bekommen. Hier sind so viele Viecher. Ich glaube, einmal muss ich den noch retten, dann stirbt er. So, nice. Der hat wenigstens Enderperlen gedroppt. Wie viele Viecher hier auch sind. So, ich sehe keinen Enderman mehr, tatsächlich. Dann laufen wir mal in die andere Richtung wieder. Ja, wie gesagt, ich mache da noch ein paar Videos irgendwann mal zu. Ich habe sowieso vor, kleiner Spoiler, ich werde auf jeden Fall ein Rückblickvideo machen, einen Jahresrückblick. Da werde ich dann noch ein bisschen mehr so auf mein Leben eingehen, auf die Uni und was ich davor gemacht habe. Denn ich habe ja vor 2 Jahren schon mein Abi gemacht und jetzt studiere ich erst. Also ich habe 2 Jahre was anderes gemacht. Das werde ich dann in dem anderen Video erzählen, falls euch das interessiert. Ihr wird dann Silvester kommen auf jeden Fall. Da mache ich dann so ein bisschen Real Talk, Rückblick und ich werde dann aber auch in die Zukunft schauen, was ich denn so nächstes Jahr vorhabe hier auf YouTube. Schon wieder zwei immer zusammen, als wäre es ein Pärchen. Das sind so die Sith. Das ist auch immer ein Schüler und ein Meister. Und hier auch. Und wenn man beide tötet, dann gibt es irgendwo neue. So. Und eben eins von den Sachen, die ich halt auf jeden Fall nächstes Jahr als Videoformat auch machen möchte, sind halt so Geschichten, die mir passiert sind. Lustige Geschichten. Geschichten, wo man halt was draus mitnehmen kann. Weil das hatte ich, glaube ich, auch im letzten Video mal, wo ich über Let's Plays, glaube ich, geredet habe. Oder das war nicht das letzte, aber ich habe ja letztens mal über Let's Plays so ein bisschen geredet.
dass ich die eigentlich komisch finde, weil man da ja nicht so viel lernt oder mitnimmt. Und ich habe halt überlegt, Stories zu machen, wo man halt auch tatsächlich was mitnimmt. Also, ich meine, ich kann super viel, ich kann ja mein ganzes Leben erzählen, theoretisch. Aber man wird aus den meisten Geschichten nicht so viel mitnehmen. Aber ich möchte halt Geschichten erzählen, wo man tatsächlich was mitnehmen kann, wo man lernen kann. So ein bisschen wie diese Fabeln, wo dann immer so kommt und die Moral von der Geschichte, bla bla bla. Finde ich eigentlich ganz gut. Und dass ich dann so Saufgeschichten erzähle und sowas, wo es mal witzig war oder irgendwelche kranken Ausflüge und Feiern und so. Und halt Uni und ja, was man nach dem Uni, oder was man nach der Schule machen. Ich habe ja 2 Jahre, wie gesagt, was anderes gemacht und das war super work. Und dass man halt einfach, oder dass ich euch mal so ein bisschen erzähle, was so abgeht und Geschichten sind, glaube ich, sowieso cool und ich erzähle gerne und ich meine, im Zweifel, auch wenn es euch nicht interessiert, dann mache ich es trotzdem, weil ich finde es halt schön und ich stelle mir das halt cool vor, zum einen und zum anderen ist es natürlich dann auch so eine Art Erinnerung halt einfach für mich. Dass ich dann, ich meine, stellt euch vor, in 10 Jahren oder so, ich mache schon gar kein YouTube mehr und bla bla bla, aber dann schaue ich mir nochmal meine alten Videos an und denke mir so, ach ja, die Geschichte. Ich kann auch nochmal jetzt, wo die, also ich mach gleich übrigens Ende hier, ne, also. Und das Letzte, was ich euch noch erzählen möchte, ist, dass tatsächlich noch jemand gestorben ist, aus meinem Bekanntenkreis. Und zwar der Nachbar von meiner Oma, der ziemlich nice war und den kannte ich auch gut. Der ist jetzt auch vor Weihnachten gestorben, genau wie mein Hund, das ist echt ganz schön unlucky irgendwie. Tolles Weihnachten, richtig gut eigentlich. Ne, auf jeden Fall, der ist halt auch sehr alt gewesen. Also ich kann immer Alter nicht so gut einschätzen, aber ich schätze mal so 75 vielleicht, 70, 75, schätze ich mal. Und der hat bestimmt ultra viel erlebt in seinem Leben. Also wirklich, das ist ja bei, also jeder Mensch, der irgendwie 80 oder so ist, der, oder auch 40, mit 40 hat man auch, oder mit 20, da hat man so viel schon erlebt. Und ich finde es halt traurig, dass so viele, viele tolle Erlebnisse und viele erzählenswerte Geschichten einfach vergessen werden. Weil zum einen man selber, ich meine, ich denke ja auch nicht jede Minute an jede Geschichte, die mir jemals passiert ist. Das kennt man ja von Feiern, dass man irgendwie am Geburtstag oder so da sitzt und dann so, ach, erinnerst du dich noch an die Geschichte? Ach, stimmt, das war so und so. Und so kommen dann die Erinnerungen so wieder. Die sind ja nicht immer präsent, sondern irgendwo im Unterbewusstsein. Und ich finde es halt schade, wenn die einfach alle weg sind. Also ich habe schon mal drüber geredet, dass ich so es schade finde, wenn man so sein Potenzial verschwendet oder nicht nutzt. Und ich finde auch Geschichten, das ist halt so schön eigentlich. Und ja. Es ist halt traurig, wenn die eigentlich verloren gehen. Und wir leben in so einer tollen Zeit, wo wir das Internet haben, wo die Sachen hoffentlich mal ein bisschen länger gespeichert werden. Und wir das nicht irgendwie in Bücher aufschreiben, die dann irgendwie mal dreckig werden oder weggeschmissen werden oder sowas. Sondern wir haben es halt immer online. Hoffentlich. So ist die Theorie. Und da möchte ich halt einfach ein paar Geschichten erzählen, die ich dann, wie gesagt, in 10 Jahren, wo ich mir dann so denke, ach stimmt, die hätte ich ja schon voll vergessen und ach, die war ja doch ganz cool. Sowas ist, glaube ich, cool, so eine Art Zeitkapsel. So. Das ist, glaube ich, nice. Und ich hoffe, und natürlich, ich werde natürlich nur die besten Geschichten daraus suchen, die cool sind und die euch auch unterhalten. Und mir ist auf jeden Fall schon einiges an Bullshit passiert. Gerade in der Abi-Zeit, wo ich noch viel gesoffen habe. Mache ich nicht mehr übrigens, ich sauf gar nicht mehr. Ich glaube, das letzte Alkohol, oder das letzte wirkliche Glas Alkohol mit einem alkoholischen Getränk habe ich vor 4 Jahren oder so getrunken. Oder vor 3 Jahren. Seitdem gar nicht mehr. Da kann ich ja auch eine Geschichte, warum mache ich das? Ja, ihr merkt schon, viel zu erzählen gibt's. Viel zu viel für diese Folge und deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt auch mal Schluss. Ja, wir haben auf jeden Fall richtig gut Endermänner gefarmt. Sehr gut gelaufen. Ich hoffe, ihr konntet. Ja, ich hoffe, es war trotzdem einigermaßen hörsam, also dass ihr es euch anhören konntet. Und wie gesagt, nächstes Jahr kommen dann die Geschichten, falls ihr euch da hypen könnt. Gerne in die Kommentare, Hashtag Geschichte. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einer weiteren Folge, wo es dann hoffentlich mal ein bisschen produktiver hier wird. Heute haben wir irgendwie gar nichts geschafft. Aber ist auch egal, muss auch mal sein. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein! Und ciao.